Boost, was für Boost hier? Plus 5 für Nahdistanz aus Bewegung. Wie? Was heißt denn hier Boost? Ach so, man kann. Geht hier alles mit. Was ist denn das hier? Ach so, für ein Spiel, dass ich für ein Spiel habe ich dann das besser. Okay, verstehe ich. Brauchst aber auch Punkte. Meine Karriere, meine Spielzeit, Teaminteresse, mein Hall of Fame, mein Park mit Freunden spielen. Ich möchte nämlich einfach mit dem Spieler jetzt in einen Park gehen, einfach ein paar Freiwürfe üben. Einfach so. Mehr nicht. Ist das möglich bei dem Spiel? Spielerliga, ich glaube nicht hier. Spieleinstellung. Könnt ihr mal kurz schauen wegen der Steuerung. Bewegung, RS. In eine beliebige Richtung drücken, behalten. Okay, das kenne ich mit dem hier. Step back, jump, shoot. Von dem Korb bewegen, halten, um seitlich zum Zug zum Korb. Tippe X an, während du dribbelst und mit LS in eine Richtung zeigt. Mit LS bestimmst du die Richtung des Sprungschritts. Tippe X und LS. Beim Zug zum Korb X doppelt antippen. Doppelt antippen. RS nach links, rechts vom Korb bewegen und halten beim Zugkorb. Normaler Korbleger. RS und halte RS nach links oder rechts zum Korb, während du dem Korb ziehst. Richtung des RS legt fest, mit welcher Hand abgeschlossen wird. Okay. Jetzt muss ich mir das alles hier merken. Okay, dann probiere ich das mal. Ja, das habe ich gecheckt. Das hatten sie ja schon im letzten Teil, so dass du hier so und dann in die Richtung des Korbs. Sag Labernet, bist du homo hier mit dem Spieler? Ich möchte nur jetzt einfach auf dem Feld gehen und ein paar Körbe werfen, um zu üben, was da steht. Hostep-Korbleger. S plus RT nach links oder rechts bewegen, um zu halten beim Zug zum Korb. Normaler Dunk. RS, RT zum Korb hinbewegen und halten. Okay. RT, RS zum Korb bewegen und halten. Was ist der Unterschied von dem zu dem? Zum Korb hinbewegen und zum Korb bewegen und halten. Hier ist auch halten, also hinbewegen. Dunk slash Korbleger starten in der Luft in eine beliebige Richtung. RS antippen. X ist fake, okay. Mach einen Pump Fake, dann bewege und halte RS erneut, bevor der Pump Fake endet. Ja, okay. Zum Korb bewegen, dann schnell loslassen. RS in out. RT Trigger. Das an, hier war es doch. Warte mal, hier war doch RT, den Trigger. Okay, das ist ja Laufen, glaube ich. Laufen und dann RS. Okay. Und hier zum Korb bewegen, RS, bewegen, loslassen. Schnell zur Ballhand bewegen und dann schnell loslassen. Zur Ballhand bewegen, dann los. Ja, zur Crossover zur Hand ohne Ball bewegen, dann schnell loslassen. Crossover zwischen den Beinen, zwischen Hand und ohne Ball und Rücken des Spielers bewegen und loslassen. RTRS zur Hand und ohne Ball. Es ist ja alles gut, aber kann ich denn auch das üben? Einfach ein Spieler alleine. Nur im Spiel werde ich ja nicht drangenommen. Also passen. Ah, mache ich ja die ganze Zeit. A und LS wählt den Empfänger aus. Okay, in die Richtung halt. Pro Stick Pass. LT LT bewege RS in die gewünschte Richtung. Okay, Bodenpass LT und A, also so auf dem Boden, klar. LTY wählt den Empfänger aus. Über Kopfpass LTY, also A ist, glaube ich, auf dem Boden so oft ditchen und zum Passen oder was. Spektakulärer Pass LTB, also immer LT. Ich schätze mal bei LT, dann stehen die ganzen Zeichen über den Kopf, wo welcher Spieler ist, glaube ich. Weiß ich nicht. Ah ne, das ist Symbolpass.
Erst RB, dann die Aktionstaste drücken, dann gewünschten Empfänger drücken. Fake Pass ist XA aus dem Stand oder beim Zug zum Korb. LTX wählt den Empfänger zum Korb für zu dir selbst. Gerollter Einwurf, LTA, A drücken, Doppelpass, Doppelpass, A drücken und halten, um Kontrolle über Passgeber zu behalten. A loslassen, um Ball zurückzubekommen. Postspielzug. Und zum Verlassen. Post bewegen, in die Richtung drücken. Face Drive LS zur Zone oder Grundlinie bewegen. Y, während du den Ball hältst. LS in Richtung Grundlinie bewegen. Aggressive Backdown. RT und LS zum Korb. Ne, Trigger ist das da. Bis B. RT zum Korb. Zug zur Zone. RT und LS zur Zone. Oh mein Gott, Zug zur Zone RT und LS zur Grundlinie, schneller Spin, drehe RS zur äußeren Schulter, drehe zur inneren Schulter. Fakes in eine beliebige Richtung bewegen, außer weg vom Korb, okay? Defensive Move zu materialisieren. LS zum Angriffsspieler bewegen, wenn er einen Move versucht. Also einfach nur hinbewegen, das ist Defense. Move. Post jetzt während eines Post Move X drücken. Okay, dann gibt es noch die Würfe hier. Bewegen, halte. Uff. Ja, das ist ja gut. Das habe ich mir jetzt alles gemerkt. Und jetzt möchte ich einfach nur ins Spiel reingehen und schauen und drücken. Tastenkonfiguration. Also, A ist passen, B Picksteuerung. Y aufposten, X werfen. LB linker Bumper. LB rechter Bumper. Trigger links ist LT, Sprint ist RT. Okay, das ist ja normal. Das war bei FIFA auch so. Spieler, ja gut, es ist ja klar, in welche Richtung bewegen. Pro Stick, Achse. Anders soll es einfach nur wissen, wie man wirft, Block, Stil, passen, ganze Sachen. Es üben. Genau, das will ich ja machen. Das geht ja eigentlich. Das ist eigentlich okay. Hier mit A passen, mit X halt so stealen, würde ich sagen. Wenn ich den Ball nicht habe, das ist eigentlich ganz cool, aber ich kann es ja nicht üben. Ich stehe im Spiel 10 Sekunden und dann muss ich das alles machen, oder wie? Nicht belegt, Pause, Start, Kreuz, Spielzüge, Schwerpunkt. Das ist jetzt Offense, jetzt kommt Defense. Spieler wechseln, das ist ja klar. Kennt man ja. B ist Offensive Foul, okay. Y ist Block Rebound, das springt er so hoch. X ist Ziel, das weiß ich ja. Also Y springt da hoch und tut den Ball versuchen zu blocken. X ist Ziel. Ja, da macht er so mit der Hand so komisch. Das kenne ich hier gesehen. Doppeln, LB, RB Symbol wechseln. LT, Sprint, RT ist auch klar. Drückst du, ist okay. Aber was ich nicht verstehe, wo kann ich das üben alles? Controller-Einstellung. Ich lasse einfach alles so. Trainereinstellung. Spieloptionen. Naja, ich ändere jetzt da nichts hier. Das wird schon passen hier. Kamera. Aber der hat doch gesagt, du kannst auf. Hier, wenn ich jetzt hier drücke, B steht da. Das war vorhin. Du kannst einfach in die Trainingshalle und dann kannst du üben mit deinem Spieler. Ich weiß aber nicht, wo das gehen soll. Spiel-Upgrade, Spiel-Animation, mein Park-Animation, Signature Boost, meine Spielzeit, Teaminteresse, Kabel an Gechsel, Gehirn, Anstöpsel, Datenübertragung, Speichern, Gex, Basketball, Terminator ist geworden. Cyberland Systems, ja. Mein Park, ich dachte, mein Park ist hier nicht online. Spieler laden, der Parks, wieso Spieler laden? War das jetzt gut? Inhalte werden runtergeladen. Ich möchte doch einfach nur alleine aufs Spielfeld und die Züge ein bisschen üben. Defense ist LT wichtig, dann wird der Gegenspieler intensiver verteidigt. Okay, LT mache ich. Mache ich dann direkt. Ach, das kostet ja alles von diesem Geld. Ich würde das schon gerne ganz normal spielen hier, aber mit einem Spieler, damit du dann immer nur 2 Sekunden Zeit hast, mein Spieler laden NBA heim. Inhalte werden runtergeladen.
Was ich lustig finde, du lädst eh 40 GB runter für das Spiel und dann will er immer noch was runterladen währenddessen. Okay, das ist nicht. Also ich kann anscheinend nicht in die Halle. Ich darf nicht in die Halle, ich muss einfach immer nur das Spiel spielen und darf auch nicht üben. Ja gut, okay. Ich verstehe. Finde ich halt schade. Also LT hast du gemeint. Gexel hast das Game gekauft. Natürlich. Es macht doch eigentlich Spaß, so wenn man spielt mit der Mannschaft, wenn man jeden kontrollieren kann. Nur sich selbst kontrollieren, einer ist halt schwierig. Ach so, ich spiele gar nicht mit hier. WB ist ertrunken. Ach so, jetzt muss ich draußen warten. Du wirst halt hier irgendwann eingewechselt, hast dann eine Minute Zeit und in einer Minute oder was weiß ich, vielleicht auch 2 Minuten, musst du halt alles zeigen, was du kannst. Ja, ich komme auch nicht klar, aber ich hoffe doch, lernen zu können und ein bisschen zu spielen und dann geht das. Ich geh nachher mal aus der Karriere raus, vielleicht darf ich ja einfach so mit meinem Spieler irgendwo hin und üben. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist immer das Warten, bis ich drankomme. Da bin ich halt sehr ungeduldig. Rein als Shooting Guard, okay. Ich habe jetzt schon mal 2 Sachen geskillt. Mehr Präzision und dass ich einen Dreier werfen kann. Also müsste das schon hinhauen. Und ich muss anscheinend hier stehen. Hopcoik, du, ihr auch nicht, mein Freund. Aber das geht schon. Mach, wirf, Alter. Okay, jetzt muss ich zu dem hin. Wo ist denn der? LT hast du gesagt zum. Jetzt haben wir ja den Ball. So will ich noch mal einen Dreier, falls ich einen Ball kriegen sollte. Mit meinem neuen Skill hier. Ah, zu spät losgelassen. Jetzt muss ich den hier blocken. LT. LT hast du gesagt? Ach, du wissen der, da ist der. Deine Spielzeit hängt von deiner Leistung ab. Anfangs. Jo, dachte ich mir, je mehr, je besser, aber ich muss ja trotzdem irgendwie üben können. Die hat Zonenpass zugelassen, Entschuldigung. Jawohl, also geht doch, 9 Punkte. Der andere dreht so schnell die Richtung, ich kann es nicht. Also, wenn ich jetzt LT drücke, passiert gar nichts, oder? Mit LT kann er nicht mehr so leicht an dir vorbei. Okay. Alles klar. Leg ich hin. Okay, komm her, ich bin frei, mein Freund. Nein, zu früh losgelassen. Aber erstmal den Typen finden. Ach, das ist der da. Die Kamera ist auch komisch. Ich muss den Typen erstmal finden. Kann man nicht von der Seite das machen? Dass ich immer von der Seite sehe einfach. Ach shit, Mann. Ich muss das mal probieren mit dem RT. Nein, 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 nein. Ich wollte doch. Ach, ich war ja weiter weg. Ich habe das Kameraverhältnis nicht gesehen. Scheiße. Der war ja ganz weit weg. Was ein Schmarrn. Okay,
kann doch bestimmt die Kamera einstellen, Leute, von der Seite.